Nein, weiß ich nicht, ob du das hinbekommst. Insofern, also, auf jeden Fall haben die wohl die ja, Axt, Holz, Holzhammer, nee, wie sagt man, Holz-Axt-Methode? Rausgeholt. Weiß nicht, auf jeden Fall so, ja, ja die Holzhammer-Axt rausgeholt. Axt im Wald, Holzhammer-Methode, so. Ja, und auf ihre Terminals gekloppt und dann nehmen die halt auf jeden Fall keine NFC, offensichtlich gar keine NFC-Zahlungen mehr entgegen, was dann auch offensichtlich auch plötzlich 3 Android-User extrem aufgeregt hat, die gerne mit Google Wallet bezahlen wollten. Und also interessant, dass das, also es hat ja wirklich eine Riesenwelle geschlagen. Mhm. Also in den USA hatte man den Eindruck, dass das eine extreme Diskussion ausgelöst hat. Also wirklich große Empörungsstürme. Keine Ahnung, wie groß diese Drucker, die scheinen recht von der Menge der Filialen her wohl recht weit vertreten zu sein. Apple hat ja auch eine andere große, Walgreens war ja mit im Startpaket von denen, die groß Apple Pay unterstützen und diese zwei konkurrierenden Drogeriemärkte, die halt zusammengenommen wahrscheinlich auch eine ziemlich große Zahl an Filialen haben, haben sich jetzt eben da explizit rausgeklinkt. Und da gibt es natürlich auch noch andere Händler und auch große Händler und also so klassische, so diese Riesen-Retailer, die halt Malls und Innenstädte verschandeln, bevölkern. Die sind dann natürlich auch vertreten in diesem eigenen Currency-Bezahlsystem und die werden wahrscheinlich auch erstmal jetzt sich da orientieren, was mit diesem Apple Pay los ist und was das für die bedeutet. So unter der Hand wurde schon gemunkelt, dass die sich alle auf irgendeine Exklusivitätsvereinbarung verschworen haben, um zu sagen, nee, wir akzeptieren nur unser hauseigenes mobile Bezahlsystem und gar kein anderes. Ich weiß nicht genau, wie das faktisch möglich sein soll, auf längere Sicht. Aber da ist ziemlich viel gerade in Bewegung geraten, auf diesem US-Bezahlterminalmarkt. Was ja total interessant ist eigentlich, weil da kommen so ein paar iPhone 6 und 6 Plus daher. Ja, und plötzlich steht das ganze Ding irgendwie Kopf. Also es kann natürlich auch wieder so ein Mediending sein, ne? Weiß ja wirklich nicht, wie viel das wirklich dann, ob da wirklich die Leute die Filialen stürmen oder eine Aufruhr an der Kasse oder so machen. Aber es ist eine sehr spannende Entwicklung, weil, wie gesagt, das letzte Gerücht ist irgendwie, dass die in so einem Vertragsabkommen irgendwie drinstecken, den sie irgendwie schon länger unterzeichnet haben. Dass sie jetzt dieses neue System machen wollen und das jetzt irgendwie auch erst 2015 kommt oder so und deswegen das jetzt abschalten mussten. Aber dass sie das überhaupt angeschaltet haben, dass das irgendwie ging und jetzt glaube ich auch nicht irgendwie so unter der Hand irgendwie, sondern die waren da irgendwie schon stolz drauf und haben das da mitgemacht, haben Leute da bezahlen lassen und Fotos geknipst und so weiter. Dann das jetzt 2 Tage später wieder abschalten, das ist alles mysteriös. Und aber durchaus ein interessantes, eine Errungenschaft von und für Apple Pay. Für Apple Pay ist einfach, die Presse ist einfach grandios. Also ich meine, wenn du dann Leute hast, die irgendwas bezahlen wollen und weißt du, die böse Handelskette nimmt dir deine Möglichkeit, anonym zu bezahlen, das ist eine großartige News. Also einen besseren Start für Apple Pay. Schwer vorstellbar. Es ist eigentlich genau das Umgedrehte von Bandgate. Korrekt. Also das ist einfach so. Volle Aufmerksamkeit auf eine andere, wahrscheinlich nichts vielleicht dahinter. Relativ kleine Angelegenheit noch, über einem überschaubaren Maßstab. Also es sind vielleicht irgendwie 100 Leute irgendwo reingerannt und konnten nicht bezahlen. Und es gab 9 Leute sind reingerannt und konnten nicht bezahlen. es gab großen Aufsturm bis jetzt. Also das ist einfach, ich glaube, dieses... Das scheint insbesondere in den USA zu fruchten. Also diese, ich will Geld ausgeben, aber es wird nicht angenommen. Das scheint sowas zu sein, was sofort zu Mobs und großen Empörungs... Fackeln und Mistgabeln. Ja, genau. Auf der Stelle. Ich meine, Alex hat ja gesagt, hier warst du in Berlin, hast du versucht, mit Plastik zu bezahlen. Pech gehabt, ne? Ja. Also hier ist es andersrum, die lassen dich dein Plastik nicht hergeben. Nee, also Kreditkarte war echt 2-3 Mal Spiel. Es war keine erfundene Geschichte. Also ist mir wirklich passiert. Ich habe schon beim ersten Ausflug in München zur Dingsbums hatte ich keine EC-Karte dabei. Da hat mich meine Familie hier über die Woche gebracht. Ja, da war auch, da haben wir mit Cash haben wir da gezahlt, haben wir Coins gezählt und so. Und in Berlin auch keine wieder EC-Karte nicht gefunden. Und
Dramen, sage ich dir. Jetzt hab, dann habe ich, bevor ich in den Store reingegangen bin, habe ich gefragt, ob Kreditkarten genommen werden. Mhm. Ja, aber also irgendwie lustiger Start von Apple Pay und ja, auch ungewöhnlich, weil sie ja auch ein bestehendes System sozusagen sich einfach an die, da hängen sie sich einfach nur dran. Sie zerstören, die machen ja kein neues Ding oder so. Deswegen sind die ganzen Kreditkartenfirmen und die Banken und so weiter, sind eigentlich auch ganz froh, dass das Apple irgendwie da ihr Geschäft nicht irgendwie zerstört, dass das irgendwie in ferner Zukunft mal so sein kann und dass wir jetzt auch gelesen haben schon, dass man eventuell dann irgendwelche dauerhaften Bahntickets oder so vielleicht im iPhone speichern kann, die man dann direkt dort abonniert. Das kann ja alles sein, aber so wie es jetzt implementiert ist, ist einfach irgendwie so, du machst einfach nur eine anonyme und eine komfortable Methode, um irgendwie zu bezahlen an den Kassen. Und diese Daten, ich meine, das ist ja auch so eine Diskussion. Ich weiß nicht, wie, also klar wirken die sehr wertvoll, diese Daten, die da erhoben werden, aber kommt es, ich meine, das wird ja auch in Deutschland und so weiter mit den ganzen Bonuskarten und so weiter. Ich habe immer noch das Gefühl, da kommt nichts Sinnvolles raus. Das ist so, wie Leo gerne sagt, so, solange mir Amazon irgendwelchen Scheiß schickt, weiß ich, dass der Algorithmus noch so mies ist, dass da nichts, weil, und so geht es mir mit Supermärkten ehrlich gesagt auch. Also da, also ich kriege keine spezifische Werbung oder vielleicht ist mir das auch alles nicht mehr so bewusst, aber.